der Menschen als Detektiv. Das gibt's nicht überall. Mit diesen beiden geht nicht schief. Sie lösen jeden Fall. Schneller als die Polizei. Macht euch auf was gefasst. Jan und Henry sind die zwei Verbrecher. Ich bleib heute den ganzen Tag zu Hause und lese mein neues Comic-Heft. Donald Dackel und die Invasion aus dem All. Was? Ich dachte, wir gehen heute Erdbeeren pflücken oder machen eine Tour mit den Fahrrädern. Ach, aber das Heft ist total spannend. Donald Dackel ist mein absoluter Lieblings-Comic-Held. Da geht es um UFOs, die auf der Erde landen. Wir können ja ein anderes Mal Fahrräder pflücken oder eine Tour mit den Erdbeeren machen. Sag mal, kannst du das denn nicht später lesen? Die Sonne scheint so schön. Aha. Und Schmetterlinge fliegen herum. Aha. Und UFO. Warum bleibst du denn stehen? Weil da gerade ein UFO vorbeigeflogen ist. Was? Ja, so eine fliegende Scheibe. So wie die hier? Ja, genau so sah sie aus. War da auch ein Außerirdischer drin? Ich weiß nicht. Ich habe ja noch nie einen Außerirdischen gesehen. Wie schauen die denn so aus? Na so, guck. Der sieht aber unheimlich aus mit der langen Nase und den Schlappohren. Nee, das ist Donald Dackel. Der Außerirdische ist das daneben. Ach, das süße grüne Männchen? Süß? Also Außerirdische sind sehr, sehr gefährlich. Die gibt's zum Glück nur in Comicheften. Und da oben? Tatsächlich. Meinst du, das ist wirklich echt? Das müssen wir herausfinden. Ich glaube, das ist ein neuer Fall für die Erdmännchen. Das Problem wird angepackt und das Rätsel schnell geknackt. Ja! Ob wir hier richtig sind? Also das UFO ist hier lang geflogen. Vielleicht ist es irgendwo gelandet. Warum bleibst du denn wieder stehen? Na, wegen denen da. Da sind kleine grüne Männchen. Grün? Wie die Außerirdischen in meinem Heft? Komm, wir fragen sie, was sie hier wollen. Ja, aber Moment, Jan. In meinem Comic-Heft sind die Außerirdischen sehr, sehr, sehr gefährlich und wollen die Welt erobern. Ach, wirklich? Ich glaube, am besten ist es, wenn wir mit ihnen außerirdisch sprechen. Dann wissen sie, dass wir in Frieden kommen. Wie spricht man das denn? Na, das steht hier in meinem Heft. Na genau. Dann kann uns ja nichts mehr passieren. Na dann mal hin. Ja, aber du gehst besser vor. Denn wenn es wirklich böse Außerirdische sind, ist es besser, du gehst vor. Was redet ihr denn da? Sie sprechen unsere Sprache. Hallo ihr! Wir sind Erdmännchen von der Erde. Was ist los? Wir sind Erdmännchen. Ja, ihr seid Marsmännchen. Marsmännchen? Ey, Alter, wie kommt ihr denn auf sowas? Wir sind Frösche, Mann. Frösche? Ach so. Na, das habe ich mir ja gleich gedacht. Und was macht ihr hier? Na, wir üben hier ein paar krasse Tricks mit unseren Skateboards. Ja, so Froggy-Style halt. Hier, passt mal auf. Toll. Ja, aber dann habt ihr gar kein UFO? Wir haben hier nämlich vorhin eins gesehen. Also wir nicht, nein. Nee. Wir haben hier vorhin gesessen und haben Pizza gegessen. Da wäre uns das aufgefallen. Ein UFO! Das wäre ja mal was Spannendes. Dann wäre hier was los. Ja, wir haben nämlich außer Skateboardfahren nichts zu tun. Verstehe. Na, dann wollen wir euch nicht weiter beim Nichtstun stören. Die sahen aber echt aus wie von einem anderen Planeten. Ja, so grün im Gesicht. Aber Außerirdische waren sie nicht. Aber wir haben dieses UFO doch gesehen, nicht wahr, Jan? Und wie? Nur Außerirdische sind keine zu sehen. Hier laufen nur ganz normale Leute rum. Oh nein, Moment. Was denn? Ach, dachte ich's mir doch. Die Außerirdischen können die Gestalt von anderen Leuten annehmen. Was?
Was? Was heißt denn das? Ja, sie können sich verwandeln. Jeder, der hier langläuft, könnte ein Außerirdischer sein. Hm? Zum Beispiel der. Oh. Oder die. Oh. Oder der. Oh. Sag mal, steht in deinem Comicheft nicht drin, wie man die Außerirdischen erkennt? Ja, wir brauchen eine außerirdische Schutz- und Erkennuniform. Aha, und wo kriegen wir die her? Die können wir uns selber bauen. Wir brauchen dafür Alufolie, ein paar abgerollte Klopapierrollen, glitzerndes Buntpapier und eine Bastelschere. Das haben wir doch alles in unserer Höhle. Schnell! Nee. Also damit kann uns nichts passieren. Mit dieser Uniform sind wir vor den bösen Strahlen der Außerirdischen geschützt. Aha, was sind das denn für Strahlen? Mit diesen Strahlen können sie unsere Gedanken lesen. Aha. Und mit dieser Uniform können Sie das nicht mehr. Nein, kannst du jetzt meine Gedanken lesen? Ich kann überhaupt nicht lesen. Siehst du, funktioniert. Und mit diesen Brillen können wir erkennen, wer hier ein Außerirdischer ist und wer nicht. Aha. Also im Moment sehe ich keinen. Ich auch nicht. Da! Ach, du bist das. Da! Oh, wir müssen die Leute vor den Außerirdischen warnen. Ja, gute Idee. Die Außerirdischen sind da. Nehmen Sie sich in Acht. Sie kommen aus dem Weltall. Eine Invasion. Wirklich? Ja. Sie sind gefährlich. Und sie sprechen so. Brr, 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 brr. Sie kommen. Rettet euch. Ach, das riecht nach Ärger. Nein, das riecht nach Käse. Käse? Aber wieso sollte das UFO nach Käse riechen? Vielleicht benutzen Sie Käse als Treibstoff. Was? Aber warum nehmen Sie denn kein Benzin oder sowas? Ach, Henry, im Weltraum gibt es doch kein Benzin. Ach so, stimmt ja. Ja, dann muss es Käse sein. Ja, los, wenn wir dem Käseduft folgen, dann finden wir die Außerirdischen. Ja. Jan, sieh mal, wer da ist. Das ist doch... der Kommissar! Oder es ist ein Außerirdischer, der die Gestalt des Kommissars angenommen hat. Oh, das müssen wir überprüfen. Ja. Hallo, Herr Kommissar. Sind Sie das wirklich oder sind Sie ein Außerirdischer? Aha, Marsmännchen. Nein, wir sind das doch. Aha, Erdmännchen. Ich habe euch direkt erkannt. Was soll die alberne Maskerade? Habt ihr was mit den UFOs zu tun? Nein, die Hüte und die Brillen sind nur zur Sicherheit. Ja, wir wollen nämlich herausfinden, was es mit den UFOs auf sich hat. Genau wie ich. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Deshalb beobachte ich die Gegend. Aber damit ist jetzt Schluss. So, warum? Weil ich nichts mehr sehen kann. Jemand hat mir eine Pizza aufs Auto geschleudert. Hä? Eine Pizza? Oh, vielleicht benutzen die Außerirdischen die als Treibstoff. Ja, also von Pizza steht nichts in meinem Comic. Das ist wirklich ein seltsamer Fall. Ja, und das Allerschlimmste ist, es ist eine Pizza mit Pilzen. Und ich hasse Pilze. Mit Pilzen? Und Käse? Das klingt aber sehr lecker. Ach, mein Jan, denk doch mal nach. Die Pizza ist rund wie ein UFO. Und sie riecht nach Käse wie ein UFO. Du meinst, die UFOs sind in Wirklichkeit Pizzen? Genau. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin nämlich der beste Kommissar der Welt. Oh. Ja, aber wieso fliegen denn Pizzen durch die Gegend? Na, das können wir jetzt herausfinden. Wir müssen nur dahin laufen, von wo die Pizza angeflogen kam. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ich bleibe so lange hier und behalte alles im Auge. Okay, los! Von hier muss es kommen. Es riecht total nach Käse. Und lecker. Ja, benvenuto und herzlich willkommen in Ristorante Toni Cannoni. Guten Tag. Allora, womit kann ich dienen? Pizza Margarita, Salami, Tonno, Prosciutto, Spinaci, Broccoli, Quattro Stagioni oder Funghi? Was? Pizza Margarita, Salami, Tonno, Prosciutto, Spinaci, Broccoli, Quattro Stagioni oder Funghi? Das klingt ja alles köstlich, aber eigentlich sind wir wegen was ganz anderem hier. Ja, wir wollen herausfinden, warum über der Stadt
Pizzen durch die Luft fliegen. Na, Waben, das kann ich euch erklären. Das liegt an meiner tollen Erfindung, die Toni Canoni Pizza Canoni. Pizza Canone? Sie, die Leute bestellen Pizza am Telefon und ich liefere die Pizza aus mit der Kanone. Du schießt Pizzen durch die Luft? Si, exactamente. Ja, aber warum? Na, wie soll ich sie sonst ausliefern? So Fuß geht nicht. Ich bin nicht so schnell. Pass auf. Ja, ich bin eine Schnecke. Da ist ja die Pizza kalt, bis ich sie habe geliefert. Kapische? Und wie funktioniert diese Kanone? Ich mache kleine Demonstrationen. Pass auf. So, das ist die Pizza. Attenzione. So. Feuer! Deshalb glauben alle, dass UFOs über der Stadt unterwegs sind. Komme? Wie bitte? Die Leute halten meine Pizza für UFOs. Genau, du hast die halbe Stadt in Panik versetzt. Oh, cosa terribile. Das wollte ich nicht, aber wie soll ich meine Pizza rausliefern? Dir müsste jemand helfen. Jemand, der schnell unterwegs ist. Und der sonst eh nichts zu tun hat. Genau! Avanti, avanti. Ihr fahrt jetzt die Pizzen rucke zucke zu den Leuten. Ja, grazie mille. Frösche auf Skateboards, als Pizza-Boten, das ist grandios. Wie kann ich euch nur danken? Vielleicht wollt ihr haben eine Pizza für umsonst? Au, ja! Also ich nehme eine Pizza mit Gemüse drauf. Sollst du haben. Und was willst du? Also ich nehme eine Pizza Margarita, Salami, Tonne, Prosciutto, Spinaci, Broccoli, Quattro Stagioni oder Funghi. Si, buongiorno, Ristorante Toni Canoni. Hallo, hier spricht der Kommissar. Ich habe vor exakt 7 Minuten und 33 Sekunden eine Pizza Brokkoli ohne Pizza bestellt. Wo bleibt die denn? Sorry, ich bin gestolpert.